einen schönen, angenehmen Flug. Einfahr in Start und Ziel. Vamos, amigos! Viel Schwung mitnehmen. Und dann kommen wir schon drauf und zurück. Fast 1 Kilometer lang geradeaus. Windschatten schlafen. Vorbruch hat er. Stopp. Ende Start, Ziel. Hartes Anbremsen. Zurück in den zweiten Gang für diese erste Schikane. Eng bleiben. Schnelles Umlegen auf links. Und dann hier einmal kurz bei der Kamera umlegen auf rechts und rein in Kurve 3. Die ist lang gezogen. Hier sieht man schon die Striche auf dem Asphalt. MotoGP-Driftalarm hier. Raus, jedes Zentimeter mitnehmen und wieder hartes Anbremsen. Kurve 5. Zweiter Gang. Auch hier wieder. Den Fluss suchen. Schön Geschwindigkeit mitnehmen. Ans Gas und hier rutscht es am Hinterrad wieder. Slide, kurzes Bild beschleunigen. Und rein in die erste richtige Linkskurve. Sie geht bergab hier, Achtung. Hier gab es den Sturz von Colin Edwards, perfekt zu überholen. Schwung mit rausnehmen auf eine Gerade, die dann Knick hat. Sofort wieder anbremsen. Ah, bisschen spät. Rein in diese Bergaufschikane. Umlegen über die Kopfverband, hoch den Gang. Kurzes Anbremsen. Und jetzt hier Vorbereitung. Einfahrt gegen gerade. Dritter Gang. Jeden Millimeter mitnehmen über die Kurve. Hier kann man nochmal perfekt überholen. 220 hatte ich da beim Anbremsen. Rein in diese Linkskurve. Zweiter Gang. Rein an die Kurve raustreiben lassen. Slide, Spuren hier auf dem Asphalt. Ziehen und vorab umlegen auf rechts. Das ist hier wie so eine Art Motodrom. Hier sitzen dann auch die Fans. Wieder ran an die Kurve. Kurz Vollgas. Eingang hoch. Und reinschmeißen in diese erste, letzte, schnelle rechts. Dann wieder kurzes Beschleunigen über den Kästchen, Millimeter mitnehmen und rein in die letzte Kurve. Hier war damals das Manöver, wo Rossi noch vorbeigegangen ist. Denn der Zielstrich, der kommt früh. Auch hier muss man vorne sein, weil die Gerade, die hat man nicht mehr zur Verfügung. Jetzt müssen wir mal noch was Top-Speed gehen. Ja, 280. Ist doch gar nicht so schlecht auf dem Straßenmotorrad.